Dann schauen wir mal kurz. Ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. Mhm. Söldnerarbeit. Cassandra hat gelernt, dass jeder... Achso, ja. Genau. Also, Rüstungsschmied braucht Walzfälle. Na gut. Dann mache ich die Walzfälle wahrscheinlich auf dem Weg. Die Frage ist natürlich, wie viele Walzfälle. Warte mal. 2. Achso, ja, okay. Das geht ja. Nochmal. Kann ich die one-shotten? War der zu laut? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Und was macht der da drüben? Ich schreie, wenn ich was sehe. Süßer Typ. Hä? Wieso? Hä? Was ist das denn? Die verbrennen sich alle gegenseitig. Was geht denn da jetzt ab? Warum? Ich war mir absolut sicher. Du bist tot, hörst du? Ja, ich wollte mal schauen, was das für ein... wie das ist, mit einem Speer zu kämpfen. Ist ziemlich cool. Ah, genau, genau. Der ist es. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Genau. Ja, du wirst es lernen. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht, aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldnerin. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia.
Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Wenn du mir folgen würdest, Cassandra? Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldnerin? Versag nicht. Versag nicht. Mach doch selber. So. Ah. Wir nehmen Lopes Totentuch. Auf den Hut kommt ein Totentuch. Was? Ithaka. Oh, das sind einfach nur Fotos. Gut. Warte, die entferne ich mal. Achso, ja, ich muss hier jedes einzelne dann entfernen. Das ist ja doof. Ja, ich bin ja schon hier. Ich muss die noch aktivieren, ne? Ja. Gut, sie haben Odysseus Palast besetzt. Okay. Ups. Ich übernehme das Kommando. Der Weg zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Alter, wie schnell ist das denn? Lalalala. So, mal schauen. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Ach, das kannst du von so einer Entfernung sehen. Okay, alles klar. Na komm schon. Ich hole mal kurz den Schatz und dann kriege ich das Tuch. Ohne jemand zu töten. Ich habe so lange auf Kephalenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Ach krass, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ist ja nicht so, dass man seine Zeit hier verschwenden kann oder so. Das konnte man nämlich früher noch nicht, das ist eine Erfindung der Neuzeit. Ich geh mal hoch.
Scheiße! Hilf mir doch mal jemand! Schon wieder einer, der brennt! Runter auf den Boden! Was ist denn da jetzt los? Das hatte ich beim Austesten nicht. Alter. Okay, ist gerade niemand hier, ne? Schön in die Ecke gedrängt. Penelopes Tuch. In Fleisch und Blut. Oder in Stoff. Ich wollte gerade sagen, so, hä? In Fleisch und Blut, was? Okay, da ist ein Ausrufezeichen. Ah, das ist diese Frau, ne? Glaube ich. Hey, hol mich hier raus. Sei leise. Ja, eine Leiche, die hat sich selbst entzündet. Danke. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Aber natürlich, dann gehen wir mal weg. Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ja, klar. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Kassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat, der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet. Mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Gut. Wieso sind wir eigentlich wieder raus und wieder rein? Wieso gehst du hier so offen rum? Das ist gefährlich. Wie die einfach voll gechillt da vorbeigeht. Ihr habt mich echt nicht gebraucht. Voll gut. Sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ja, das hast du schon gesagt. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Naja, also das... Der Trojanische Krieg ist ja schon ein Weilchen her, ne? Kein Wunder, dass hier alles eine Ruine ist. Auf eine größer vorgestellt. Das ist riesig hier. Hm.
Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Werd erwachsen, versuch es weiter, dann schaffst du es. Du siehst niedlich aus. Oh, stimmt. Mit der kann man ja auch was machen, ne? Ja, ich lasse es aber hier ein bisschen jugendfrei und nein. Nee, die nervt zu sehr. Oblies down. Ja, nee. Die ist ein bisschen. Nein. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist die Erste, die mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Sie könnte Söldnerin werden. Finde deine eigene Größe. Größe bringt kein leichtes Schicksal. Ich kann dir keinen Rat geben. Ja, finde deine eigene Größe auf jeden Fall. Ich meine, wenn sie der Größe von jemand anders nacheifert, diese kann man eigentlich nicht mehr schaffen. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus Leben. Nicht um dein eigenes zu leben. Wow, jetzt machst du sie wieder so negativ, ne? Von Söldnern zu suchen. Lass mich. Oh, Cassandra, was ist los? Was hast du schon erreicht? Das ist natürlich sehr, eine sehr weiße, ein sehr weißer Rat. Oh, schön. Wie war das vorhin, Sarah, mit, dass die Charaktere nicht immer das sagen, was man eingibt. Oh Gott, wow. Da ist gerade was explodiert. Spiellogik, wenn du mit der Person nicht flirten willst, dann bist du scheiße zu ihr. Ah, das ist gut. Dann werden wir ab sofort flirten. Ja, kommt auf die Person drauf an. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. So ein Pech. Ey, was macht ihr da? Ey, was macht ihr da? Auseinander. Ha, ich bin stressschlechter. Gut. So, jetzt brauchen wir Wölfe. Ah, genau, wir sollen das ja noch abgeben. Ja, okay, dann geben wir es zuerst ab. Und holen uns dann. Nein. Warte mal, die kann ich doch auch zerlegen, genau. Behalte ich. Mach ich weg. Was war das denn? Den da mache ich auch weg, kann ich nicht. Ja, zerlegen. Ich zerleg dich sowas von. So, okay. Kann ich alles zerlegen. Das war's. Gut.
So, dann Totentuch für den guten Eunuch. Das tut mir leid. Ich schäme mich schon selbst. Hallo Schwein. Was? Es ist ein Schwein. So, da hoch. Ja, mache ich ja gerade. Elpenor. Ja, hier. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Ich bin eine Söldnerin, keine Mörderin. Militärische Ränge bedeuten mir nichts. Ich würde das zweite nehmen. Ich bin keine Mörderin. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? Okay, das kann ich nur abmachen. Wer ist dieser Feldherr? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und Cool. Er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist, in militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Nein. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ja, ein gutes Argument. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. So, also, Quest abgeschlossen. Ich brauche ein Schiff. Ich suche den Schiffsbauer auf. Ein Schiffsbauer, wunderbar. Die Cam fehlt noch. So, Cassandra ist so lustig. Ist das ironisch? Du magst sie doch nicht, oder? Dachte ich. Oder war das nur Alexandrias, magst du halt lieber. Gut. Also, aber bevor ich mir ein Boot hole, gehe ich auf Wolfsjagd. Beides ist eine Wolfsjagd. Attentatsschaden und Chance auf kritischen Schaden. Hier habe ich Kriegerschaden. 4% Chance, den halben Schaden zu ignorieren. Okay, das ist besser. So. Gut, was machen wir jetzt? Wir machen das da, das ist geil.
Das ist richtig, richtig cool. Das machen wir mal auf 3. Hat er den da? Kann ich, warte mal. Kann ich das irgendwie ändern? Warte mal. WDW. Ich will den da auf die 4. Oh, egal. Schaue ich dann später mal. Nee, weil du das war damals, als das rausgekommen ist. Da hast du öfters mal gesagt, dass Cassandra so eine unliebe Frau ist. Und Esel! Oh, wie süß! So, Wölfe. Warte, wieso für. Achso, hier. Elpenors Angebot war zu schön, um wahr zu sein. Verhindere für ein hübsches Sümpchen, das der Wolf von Sparta Megaris einnimmt. Nur die Gründe kannte niemand. So, dann muss ich einfach mal in den Wald gehen. Sie klettert auf Steine. Das ist ja unerhört. So, wo sind Wölfe? Wölfe. Wölfe. Wo sind hier Wölfe? Da ist noch ein Ding. Na gut, dann gehe ich mal zum Ausrufezeichen. Ich werde auf dem Weg dahin. Kommen hier schon Wölfe entgegen. Die kommen ja immer, wenn man es nicht will. So. Na. So.